Hallo Hordel, hallo liebe Webwelt. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Meisterschaftsspiel der DJK TuS Hordel gegen die Spielvereinigung aus Olpe. Wir begrüßen Marek Lestinak und sein Team hier an der Hordler Heide und wir hoffen, mit unseren Grün-Weißen die Niederlage der letzten Woche aus Herne vergessen zu machen, mit viel Spielwitz, Kampf, Elan und festen Glauben, 3 Punkte einzufahren, wollen wir Ihnen heute hier ein gutes und schönes Spiel präsentieren. Und ich hoffe, bei herrlichem Wetter wird die Hordler Heide sich noch füllen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Westfalenliga Gruppe 2 gleich mit DJK TuS Hordel gegen Spielvereinigung Olpe. Komm, bleib am Fuß! Komm, bleib am Fuß! Sag ich dir! Komm, bleib am Fuß! 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 Komm, ble
So, ich darf sehr herzlich willkommen hier in der dritten Halbzeit der Leon Kathershorn sagen zur Pressekonferenz des heutigen Spiels. Endergebnis 1:1, Halbzeit 1 und Horde. Ich denke, ein gerechtes Ergebnis, irgendwie passt das Ergebnis zum Spiel. Aber ich halte mich zurück und darf jetzt unserem Gästecoach, dem Marek Lesniak, das Wort erteilen und anschließend unser Coach, der Marcel Dieschke. Bitte, bitte, bitte. Erstmal schönen guten Tag noch, Sonne scheint. Ja, so wie Kollege hier innen drin gesagt hat, wir nehmen diese Punkte gerne. DJK hat versäumt, erste Halbzeit noch eins oder zwei Tore nachzulegen. Die waren überhaupt nicht auf Platz. Dann zweite Halbzeit haben wir auch so ein bisschen Biss. Ganz wenig gesammelt, haben wir Ausgleich erzielt. Kurz vor Schluss, Horde hat noch zwei Riesenchancen, haben die nicht genutzt. Deswegen, ich sage, diese Punkteteilung, vergleichbar die Halbzeiten, war okay. Auch ein bisschen glücklich für uns, aber wir brauchen jeden Punkt, um Klasse zu halten. Ich wünsche Horde alles Gute in Zukunft. Und ich hoffe, nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Danke. Dankeschön, Mike. Fragen Ihrerseits, Frage Presse, Frage Zuschauer an Marek Lesniak? Ist nicht der Fall, dann darf ich unserem Kumpel, oder? Du kannst dich ruhig trauen. Weiß ich. Okay, dann gebe ich an den Marcel weiter. Ja, auch von mir schönen guten Tag zusammen. Erstmal vielen Dank, Marek, für die netten Worte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich momentan anfühlt, dass man entschieden wie eine Niederlage. Einfach weil wir in der ersten Halbzeit es deutlich versäumt haben, höher zu führen. Und dann beschleicht einem auch schon so ein Gefühl, dass sich das nicht vielleicht auch irgendwann rächen könnte. So war es dann leider auch. In der zweiten Halbzeit konnten wir irgendwie den inneren Schweinehund nicht mehr richtig rauskitzeln, dass wir noch mehr und noch intensiver gegen den Ball arbeiten, weil wir da sehr wenig Zugriff hatten. Da hatte Olpe deutlich mehr Feldvorteile. Jetzt ohne unbedingt zwingend große Torchancen rauszuspielen, aber sie waren schon spielerisch besser in der zweiten Halbzeit. Dann hatten wir kurz vor Schluss, wie Marek schon sagte, nochmal zwei Riesenmöglichkeiten, das Ding vielleicht dann doch dann im Endeffekt ein bisschen glücklich zu gewinnen. Sollte aber nicht so sein und wir nehmen das Positive mit. Das Positive an dem Spieltag ist, dass Wickede verloren hat und wir jetzt weiter noch durch den Punktgewinn einen Punkt mehr bis zum Abstiegsplatz haben und deswegen nehmen wir das Positive mit und wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Ciao. Ja, ich darf noch kurz anführen, nächste Woche haben wir wieder unseren Tagestrip der Saison. Es geht nach Erntebrück. Abfahrt ist um Karin. Ich denke so halb zwölf, viertel vor zwölf, wer Lust und Laune hat, uns zu begleiten ins Siegerland, der kann mitkommen. Ansonsten darf ich Ihnen allen noch einen schönen Sonntag wünschen und unseren Gästen eine gute Einfahrt. Ja. Yeah.